Ich bin der Niedertaler Marinus. Meine Eltern bauen seit 23 Jahren Erdbeeren an. Und seit ich jetzt daheim auch mit eingestiegen bin, bauen wir noch Wassermelonen und seit kurzem auch Äpfel. Wir sind schon länger auf der Suche nach einem passenden Feld und sind jetzt da in Niederaudorf fündig geworden. Das Feld liegt leicht anerhöht über Niederaudorf an der Tatzelwurmstraße. Und das ist vom Klima her vorteilhaft, weil die kalte Luft abfließen kann. Eine Senke wäre schlecht, weil da hält sich die kalte Luft. An die Alpen ist natürlich gefährlich mit dem Hagel. Deswegen haben wir die ganze Fläche auch mit einer Hagelnetzkonstruktion geschützt. Und so hoffen wir jetzt da und auch mit der Höhenlage auf ein gutes Aroma und eine gute Ernte. Wir bauen 5 verschiedene Apfelsorten an und 3 verschiedene Birnen, die Äpfel aber von der Gesamtfläche 80% sind, also das ist schon das Hauptding. Früher haben die meisten landwirtschaftlichen Höfe eigentlich alles Mögliche gehabt, von Apfelbaum bis Kuh, und das ist aber in unserer Region eigentlich der Obstanbau weniger geworden. Wir mögen den Apfelanbau aber wieder ein bisschen zurückholen in unserer Region, mögen vor Ort produzieren. Und auch in der Region zusammen auch mit der Firma Brechtl dann das Ganze vermarkten. Unsere Niedertaner Äpfel von unserem Feld in Oberaudorf sind aktuell in allen Brechtl-Filialen erhältlich.